langer Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte! Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier. Nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Was ist das? Ah! Irgendwer lacht da draußen. Gut. Hier um Hakenachs einzusetzen. Das ist cool. Das ist verdammt cool. Ja, wo muss ich lang? Ich muss hier lang, glaube ich, ne? Werfen Sie Hexen im Sprung, okay. Oh Gott. Alter, ist das cool. Boah, ist das cool. Okay. Hüpp. Hüpp. Oh Gott. Ich will das auch machen, Alter. Aber irgendwo, wo man sicher fällt, falls man es verkackt. Weil ich hätte keinen Bock, irgendwie hier mal runterzufallen, so. Wäre nicht so geil. Muss ich ja schon sagen. Boah, wie cool. Boah, wie cool. Oh, Leute, das ist so geil. Das ist, oh mein Gott. Also, ich habe das Gefühl, wir sind bald durch mit dem... Lara, wenn du zur Kathedrale willst... Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. Ich glaube, wir sind bald durch mit dem Spiel. Habe ich so irgendwie das Gefühl. Weiß auch nicht warum. Weil wir jetzt halt in den letzten Ort, glaube ich, reingehen halt. Die Kathedrale. Wo wir das letzte Artefakt finden. Oder alles, ja, das restliche Dings finden. Ist hier irgendwo... Da ist ein Dokument. Unter uns ist eine Truhe. Okay. Die würde ich natürlich haben. Ohne die Truhe gehe ich nicht. Ich will die Truhe haben. Ach da. Bam. Joa, ich sollte mich weiter wegstellen.
Eindeutig. Volle Automatikfle. Nett. Nett. Und ein Dokument, okay. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Oh. Kann ich? Nein, ich glaube nicht. Aber ich kann hier ranspringen, okay. Um dann dort rüber zu springen? Und die Karte zu schnappen? Okay. Und hier ranzuspringen. Okay. Und schon wieder ein Lager, wie es aussieht. Yeah. Oh ne, ein Mensch. Hallo. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert... Ja, red gleich weiter. Okay. Der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Oh, hallo. Bin ich. Okay. Oh. Ich glaube, die Einheimischen werden sich nicht widersetzen. Nicht danach. Wir finden bestimmt noch ein paar Nachzügler, die durch den Fall sind. Aber ja, die sind erledigt. Hast du den lebend erwischt? Hatte einen, den sich ausliefern können. Bei wem Bonus? Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Ich musste ihn ausliefern. Bringen Sie sie ins alte Gefängnis? Nur die, die vielleicht etwas über den Atlas wissen. Konstantin will Ihnen ein paar Fragen stellen. Den Rest halten Sie oben an der Kathedrale fest. Aber ihr wollt Spaß haben. Moment mal, das sehe ich mir an. Roger. Hä? Oh. Hier ist ein Toter. Alle Mann, Augen auf! Wie dem auch sei. Wie dem auch sei, ist ja irre. Juckt mich. Easy. Das war echt easy irgendwie. Okay. Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht. Das war halt easy. Da muss ich lang, okay. Was kann ich damit machen? Irgendwas bestimmt. Nur was ist die Frage? Da oben. Komm ich da irgendwie rauf? Locker, ne? Hier an der Wand. Ja, locker, hier ran. Ja. Aber, was habe ich hier? Achso. Achso, das hätte mir nun von oben herabkill oder so gebracht, ne? So, dass ich irgendwie hier lang schleiche. Oh lol. Was zur Hölle? Wir könnten ja ein Problem haben. Als ob der mich nicht gesehen hat. Alles klar. Das Chaos
Okay. Sonst kommt hier keiner mehr? Nee, ne? Glaub nicht, okay. Interessant. Dass da noch Gegner hinterherkommen. Ihre Rollermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Die kommen schon klar. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Okay, das wird interessant. Das wird sogar sehr interessant. Wohl? Ah. Das wäre okay. Komm hier rein. Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen nach allem, was diese Theorie stützt. Was denn genau? Wüssten wir das, müssten wir nicht suchen. Dokumente, Karten, irgendwas, das die These bestätigt. Warum geht... Shit, der sieht mich. Shit, ich hab nicht erwartet, dass er sich umdreht. Oh, hallo! Als ob du immer noch lebst! Ah! Easy. Einfach easy. Hust, hust. Wo muss ich denn hin? Da hinten, okay. Alter, warte. Ah, hätte ich auch welche umbringen können, okay. Was ist hier denn noch so? Muss doch noch irgendwas Cooles sein. Oh. Nein, so. Die Pfeile. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. War ja klar. Hirschliebhaberin, ey. Mensch. Okay, von hier oben hätte ich auch hinkriegen können. Mann, so viele Orte, von denen ich... Oh Mann. Sollten wir immer erst einen Überblick verschaffen. Über alles hier. Erze brauchen wir nicht. Das holen wir uns. Das? Geht's da weiter? Nee. Nur ein Dokument, okay. Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört, ihr aber keine Beachtung geschenkt. Die große Stadt hat schon immer Wahnsinnige und Scharlatane angezogen. Wir hörten von den wundersamen Taten des Propheten, suchten ihn aber nicht auf. Doch dann hörten wir, wie seine von reiner Wahrheit erfüllten Worte durch das Konstantinsforum hallten. Er behauptete, nicht für Gott zu sprechen und dass kein Mensch dies könne. Seine Weisheit war offenkundig und niemand im Forum konnte leugnen, dass er die Wahrheit sprach. Ich muss mehr über ihn erfahren. Ich muss ihm wieder zuhören. Wann macht das? Dann macht das. Klingt nach einem fast guten Plan. Eigentlich. Okay, so, da drin war ich schon.
Ich glaube, wir gehen jetzt einfach weiter. Ja. Hier noch irgendwas? Nee. Okay, dann gehen wir weiter. Hier lang? Wusste es. Das werden schöne Kills. Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity es gefordert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Okay, der geht jetzt weg. Kann ich mir gleich snacken? Willst du nicht herkommen? Nee, will er nicht, okay. Ich gehe mal hier hinten hin. Hier oben rauf am besten. Laufen die Operationen an der Kathedrale schon? Geht jede Minute los. Vor knapp einer Stunde haben sie schweres Gerät. Hoppala! Männer ist schon da oben. Sie glaubt, sie finden den Atlas da drin. Ich dachte, das Erkundungsteam hätte gemeldet, da wäre nichts. Einer der Gefangenen kannte einen Geheimgang. Da unten gibt es jede Menge Katakomben. Hoffentlich ist es das. Ja, es hat nicht so funktioniert, wie ich eigentlich wollte. Shit. Diesmal danke. Okay, ich habe keine Munition mehr. Toll. Was ist das jetzt? Ich glaube irgendwie nicht, dass es das war, aber es ballert mich auch nichts mehr ab. Wo? Ach, von wo? Jetzt ehrlich. So. Wo ist der andere hin? Weg? Er ist weg. Okay. Dann ist er halt weg. Das ist... Wow. Echt jetzt? Ich kann Walkie-Talkie nehmen, um das wegzuwerfen? Nicht, um die irgendwie abzuhören oder so? Nein. Wegwerfen. Hallo, Dokument. Hoffentlich ist das nicht viel. Oh. Diese verfluchte Krankheit. Sie zerfrisst meinen Körper und bedroht jetzt auch meinen Geist. Ich drifte ständig ab. Schwelge in Erinnerungen. Denke daran, wie Lord Croft gestorben ist. Wie wir den Plan ändern mussten. Dass ich dachte, wir hätten versagt. Und davor meine Anfänge mit Trinity. Als ich die geheimen Geschichten der Welt erfuhr. Er kannte, dass wir sie retten müssten. Und noch früher meine Kindheit, Konstantin und ich, als wir nur uns beide hatten. Und dann reiße ich mich los, zurück in die Gegenwart. Ich habe immer getan, was nötig war.
Dieses Mal wird es nicht anders sein. Okay. Wo müssen wir lang? Ich glaube hier unten, ne? Warte? Nee, schade. Da hinten lang. Also doch hier. Ah, warte mal hier. Nee. Doch hier lang. Oder? Hä? Ach, hier. Ach, hier. Ich hab ein Drahtseil. Maxi, du hast ein Drahtseil. Nimm das Drahtseil, nutze das Drahtseil. Wenn du schon eins hast, dann kannst du es auch nutzen. Mensch. Kann doch nicht Warstein, ey. Okay. Hopp, hopp. Diese Figur ist ein bisschen gruselig, ne? Muss ich ja schon sagen. Okay. Ja, okay. Okay. Hallo, Nest. Mit ein paar Federchen. Noch ein Tag. Oh, Mann. Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt hier die Aufnahmesession, habe ich noch mehr Bock auf... Na, eigentlich nicht. Ich glaube, ich beende hier wirklich die Aufnahmesession. Wir haben jetzt... Oh, und als letztes können wir dann noch... Erledigen Sie Feinde mit Rüstung sofort durch zeitliches perfektes Abpassen von F beim Ausweichkonter. Okay, was haben wir hier? Ohne Rüstung, okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir beenden hier die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.